Hallo, hallo, ihr sitzt hier so weit an der Seite. Jetzt haben wir wieder keine richtige Kreisgruppe. Also Freundlichkeit zu trainieren hatten wir ja jetzt schon. Können wir aufhören. Kennen wir schon, abgehakt. Nächstes ist eine endlose Sache. Also Freundlichkeit. Es gehört mit zu den Brahma-Viharas. Liebe, Mitgefühl, Mitfreude. Habe ich lange zu gebraucht, um rauszufinden, was das ist. Ist aber bedingungslos. Also dass man wirklich halt einfach sich da mit jemandem freut, dass es ihm gut geht. Also finde ich, also ich habe da ein bisschen zu gebraucht, um das so zu verinnerlichen. Und Gelassenheit. Ne? Nur Gelassenheit ist unser Thema. Körperwahrnehmung und Entspannung ist quasi Gelassenheit. Ich wollte eigentlich über Freundlichkeit noch weiter reden, aber bleiben wir mal bei der Gelassenheit. Also dass die Stoiker zum Beispiel scheinen auch in Beziehung zum Buddhismus gewesen zu sein, über die Therapeuten. Das waren halt buddhistische Mönche, die schon zu der Urzeit in Griechenland und so unterwegs waren. Also es war nicht unbekannt. Und Gelassenheit kann eben auch als Negativum eine Teilnahmslosigkeit sein, ne? Also als extrem. Und Stoiker, ich hoffe mal, wir haben sie falsch verstanden, heißt nicht unberührt sein von Umgebung. Also so habe ich das kennengelernt, also so halt Betonklotzmäßig, ne? Also als quasi so als überzogene Männlichkeiten, Mann kennt keinen Schmerz und so, und dann eben Stoiker. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, das waren Leute, die halt so lange sich selber geschult haben, in ihrer eigenen, also über sich selber kennengelernt haben, wie sie selber funktionieren. So ähnlich, wie man festgestellt hat bei buddhistischen Mönchen in der MRT, wie die auf äußere Reize reagieren. Die gehen mit ihrer Aufmerksamkeit zu den Reizen hin. Die haben also ein sehr hohes Anfangspotenzial, viel höher als ein normaler Mensch. Und dann entspannt es aber ganz schnell. Das heißt, dass es von außen betrachtet so sein kann, dass man glaubt, die sind von äußeren Einflüssen nicht mehr beeinflusst. Das Gegenteil ist genau der Fall. Also die merken etwas, gehen mit der Aufmerksamkeit hin, auch an negative Sachen, nehmen es wahr, entscheiden, kann ich da was machen oder kann ich da nichts machen, und dann lassen sie los, sehr schnell. Und das ist, glaube ich, auch die beste Variante, bloß das muss man auch üben. Wenn ich einen Schmerz irgendwo habe, ist die Standardreaktion weg. Und das verlängert den Schmerz. Das bringt mich nicht zu der Lösung. Und dann braucht es eben das komplette Umdrehen, hinzugucken mit der Aufmerksamkeit und dann nichts zu machen. Also freundlich, aufmerksam und gelassen, jetzt mal nicht mit dem Schmerz, sondern einfach mal mit der leichteren Variante, mit einer Verspannung oder sowas. Klar, man kann sie bewegen, aber auch da bedingungslose Liebe anzuwenden, also einfach Aufmerksamkeit hinzugeben, freundlich, aufmerksam und gelassen und keinen Deal zu machen. Also nicht zu sagen, so jetzt liebe Schulter, ich habe dir jetzt Aufmerksamkeit gegeben, jetzt will ich aber auch ein Ergebnis sehen, sondern einfach locker zu sein damit. Auch das ist nicht einfach, aber nach allem, was ich weiß und gehört habe, auch ist das der Weg. Und in diesem Sinne versuchen wir, 20 Minuten Gelassenheit zu üben. Also ihr merkt, ich mache so Mini-Themen, und weil ich möchte nicht so ein Upspace-Meditation machen, kann man auch, ist manchmal auch angenehm, aber das Wichtige, was mir auch generell zu kurz kommt, ist kontemplative Selbsterkenntnis, was eigentlich Vipassana ist. Also das selber erkennen,
wie ist dieser Geist, wie ist mein Körper, wie gehört das zusammen, was für Gedanken und Handlungsmuster habe ich, und also über sich selber was zu lernen, das ist mir wichtig, weil auch das führt dann zu Ergebnissen, ne? Und zwar dauerhaften. Also wenn ich das quasi benutze, um ruhig zu werden oder Metta zu schulen, das sind zwei wunderbare Gefühle, aber dass das nicht zu einem einmaligen, wie eine Droge ist, also dass ich setze mich hin und dann fühle ich mich super und danach ist wieder das normale Leben, also dass so eine Trennung zwischen Alltag und Meditation entsteht, sondern dass man wirklich Nummer zwei, also Aufmerksamkeit, Vipassana, Selbsterkenntnis, Epistemologie, Mutter aller Wissenschaften, quasi auf sich selber anwendet und dann dauerhaft seine Handlungsmuster auf Freundlichkeit, Entspannung und Selbsterkenntnis umstellt. Und dann kann es wirklich im Leben zu einem einfacheren Leben führen und als Extremum dann eben 24 Stunden am Tag blödes Lächeln. Das ist das Ziel. 20 Minuten. Das sind die Handy-Halt-Mudra. Also das Mikrofon hier ist. Am Anfang versuchen, den Körper so einzurichten, dass es entspannt ist. Eigentlich so lange, bis der Geist dann auch zur Ruhe kommt. Und von selber nur der Atem überbleibt, das ist kein Ziel. Es sollte sich von selber ergeben.
wunderbar. Ja, hast gut getan. Ja? Okay. Ja, dieses schöne Blau hier. Oder lila fast. Ja, das ist eher lila. So die Augen machen halt offen. Ein bisschen größer dazwischen. Also ich bin auch positiv überrascht, wie gut das geht auf der Wiese. Also ich habe auch am Anfang hast du auch gesagt, das ist zu viel Ablenkung. Und es geht doch. Komisch. Also solange, ich weiß, ob ich das im strömenden Regen, werde ich das bestimmt auch noch mal irgendwann machen. Also ich ziehe jetzt diese Termine durch. Ja. Und wenn es dann regnet, dann bin ich halt alleine. Sabine wird wahrscheinlich sogar bei strömendem Regen dann auch nicht mehr mitmachen. Nee. Aber ich mache das dann trotzdem. Das ist doch vorne hier offen. Ja. Danke. Nee, ich werde austesten, wie weit das gehen kann. Sehr gut. Und das, man stört sich auch gar nicht an den Geräuschen. Das ist die Umwelt, die man so an ja. wahrnimmt. Oder alles ist, ja, kann man alles. Ja. Gelassenheit. Ganz toll. Okay. Bis Mittwoch? Ja, bis Mittwoch. Okay. Das muss von Arbeit, da habe ich immer richtig. Erinnert mich immer der Kalender, ich muss jetzt los. Echt? Das ist eine Ausrede, schnell weg zu können. Ja, dann muss man sich einfach machen. Du musst nur deinen Freund überzeugen, dass er auch mal reinschnuppert. Ja, vielleicht, ja. Also zumindest damit er so weiß, was du da machst. Ja. Also einmal teilnehmen ist für ihn bestimmt auch nicht schlecht. Kann auch nicht schaden eigentlich, ne? Nee, ich mache das ja, weil ich glaube, dass das einem hilft. Mhm. Aber selbst für Leute, die sagen, nein, ich weiß, dass ich das nicht machen möchte, ist einmal teilnehmen gar nicht schlecht, um so eine Vorstellung davon zu kriegen. Ne? Aber muss nicht. Wer da nicht will, will er nicht. Ja? Mhm. Zwingen. Nee, lass es dir gut gehen. Schönes Wochenende noch. Gleichfalls. Dir auch, gute Besserung. Ja. Das dauert noch. Ja, das dauert noch, aber es ist auf einem guten Weg. Ja. Also schön, danke. Jo. Jo. Das muss der Arzt sagen. Das ist wichtig. Danke euch auch für die Teilnahme. Wie gesagt, ihr könnt zum Schluss auch gerne Fragen stellen oder einfach Hallo sagen. Hallo sagen finde ich auch gut. Habt ein schönes Wochenende. Jo.